So, hi. Ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man ganze lange Zeit kochen kann und dabei ein bisschen Regelungstechnik verwendet. Ja, sowie Garen von irgendwelchen Dingen. Wikipedia sagt dazu, Sous-Vide-Garen ist im Wesentlichen das Speisen, die man garen möchte, in einen Kunststoffbeutel geben, dann ein Vakuum ziehen und das Ganze bei einer definierten Temperatur eine Zeit lang garen. Wikipedia sagt weiter, die Vorteile sind, dadurch, dass der Beutel verschlossen ist, sind halt irgendwie Aromen und alles, was so am Wasser da drin entsteht, weiterhin im Beutel. Das ist halt das geschlossene System. Geschmacksbeeinflussung ist relativ groß durch Gewürze und Zutaten, weil man nur ein kleines Volumen beeinflussen muss und nicht wie bei, weiß ich nicht, Nudeln kochen noch 5 Liter Wasser zusätzlich. Und man hat halt keinen Sauerstoff drin, also können die ganzen Dinge, die man so in diesem Beutel hat, auch nicht wirklich oxidieren. Einziger Haken ist, es kommt halt. Passiert ist. Es kommt halt nicht zur Maillard-Reaktion, also man kriegt kein ordentliches Brataroma dran, weil, naja, wenn man halt bei 50 Grad Dinge gart, dann ist das nicht heiß genug dafür. Dann muss man es halt vorher oder nachher irgendwie mal scharf anbraten. Ja, genau. Also kurz gesagt, wir möchten gerne auch sowas irgendwie sowas machen. Und im allerbesten Fall machen wir damit dann halt auch Leute durch. Genau. Ja, was benötigt man dafür, wenn man so kochen möchte? Man braucht irgendwie eine Art von isoliertes Wasserbecken. Wir haben uns bei uns dafür entschieden, so eine Plastikkiste zu nehmen und die so eine Styroporbox zu stellen. Das funktioniert erschreckend gut. Zur Abwärme kann ich später noch was erzählen. Man braucht irgendwas, was man zum Heizen da reinhängt. Tauchsieder ist eine Variante oder irgendwie eine etwas oversized Aquariumheizung, die halt irgendwie mit 300 Watt pumpen kann. Eine Umwälzpumpe, damit man auch gleich warmes Wasser überall hat später. Irgendwas zum Temperaturregeln, da kommen wir gleich noch zu. Und erschreckend viele Kunststoffbeutel, wo man den ganzen Kram ja auch irgendwie einschweißen muss. Ja, im Wesentlichen, ja, man kann sich denken, was passiert. Man schweißt sein Fleisch mit allem, was man so an Gewürzen schon mal drin haben möchte, in so einen Beutel ein. Bei uns so 500 Gramm Gargut pro Beutel funktionieren ganz gut. Darüber weiß ich nicht, dauert halt wahrscheinlich aber länger. Das Becken dann mit Wasser füllen, am besten warm, Beutel dazugeben und das Ganze dann halt auf Zieltemperatur einregeln lassen. Je nach Heizleistung dauert das ein bisschen und naja, danach wartet man halt nochmal so 2 bis 12 Stunden, bis das wirklich das komplette Gargut diese Zieltemperatur erreicht hat, auch im Inneren. Und danach ist einfach egal, wie lange man noch wartet oder wie lange man sich halt traut, weil man glaubt, dass da noch nichts wieder drin lebt. Gerade so bei den, also wir haben unsere letzte Garrunde auf 54,5 Grad gemacht. Da gibt es durchaus noch einige Sachen, die da weiterleben können. Das will man vielleicht nicht zu lange machen. Aber naja, also wir haben es 4 Stunden drin gehabt und wir leben alle noch. Und daher würde ich sagen, das ist ganz okay. Ja, wie sieht unser System so generell aus? Naja, wir haben irgendwie ein isoliertes Becken mit Wasser und da geht Energie rein. Mindestens über unsere Heizung, wahrscheinlich auch über unsere Umwälzpumpe. Weil die leuchtet nicht, also muss die Energie irgendwo in Wärme hin. Und naja, ein bisschen Energie geht trotz unserer Isolierung raus. Wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen integral vorstellt, ist die Temperatur in dem Becken irgendwie abhängig von der Wärmekapazität, die man da drin hat. Und da ist dann halt irgendwie das Integral über die reingesteckte Energie und die Energie, die rausgegangen ist über die Zeit. Und am besten nimmt man auch irgendwie so eine Grundtemperatur dazu, mit der man angefangen hat, und dann hat man die Zieltemperatur. Soweit die Idee. Das Schöne an der Sache ist, die Ausgangstemperatur können wir ganz einfach beschreiben, weil die Menge an Energie, die durch unsere Isolierung rausgeht, ist genau davon abhängig, wie warm ist es innen und wie warm ist es außen. Naja, und ein bisschen sowas wie viel Luft wälzt sich um. Aber das lässt sich alles mit diesem GTH beschreiben, wenn man das möchte. Das heißt, unser System ist eigentlich relativ einfach beschrieben, wenn wir den Zustand der inneren Temperatur kennen. Und die Energie, die wir reinstecken, kennen wir auch relativ gut, denn wir haben irgendwie einen Alpha mit einem Tastverhältnis, mit dem wir unseren Tauchsieder später ansteuern werden. Und naja, wir kennen halt die Leistung, wie unser Tauchsieder erzeugt. Das sind irgendwie so 300 Watt bei unserem. Und jetzt machen wir darauf halt irgendwie eine Pulsweitenmodulation, also machen wir eine Zeit lang an und eine Zeit lang aus, mit einer konstanten Frequenz. Und dann können wir über das Alpha von 0 bis 1 bestimmen, wie viel Energie geht wirklich da rein. Kleiner Tipp an der Stelle: Unsere Umwälzpumpe macht zum Beispiel schon 10 Watt Wärmeleistung. Und bei so einer Full-Scale-Styroporbox, wie sie bei uns hinten auf den Kühlschrank steht, ist das schon mehr, als Abwärme aus dieser Box rausgeht. Deswegen haben wir solche reingeschnitten, damit unsere Styroporbox sich zu gut isoliert. Genau. Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, man braucht irgendwas zum Temperaturregeln. Und da ich nicht weiß, wie regelungstechnikfest ihr so alle seid, würde ich ein bisschen was dazu erzählen, wie so ein Regler tendenziell funktioniert.
typischerweise haben wir irgendwas, worauf wir regeln wollen, eine Regelgröße. Also das ist das, wo wir einen Wert haben wollen, zum Beispiel Temperatur. Und welche wir haben wollen, ist unsere Führungsgröße hier vorne, die wir reinstecken. Jetzt haben wir hier irgendwie eine Regelstrecke, das ist bei uns sozusagen Heizen. Ich glaube, ich habe das auf der nächsten Folie auch schon reingemalt. Ha, perfekt. Also bei uns irgendwie das Stellglied, sprich die Heizung, und auf der anderen Seite ist das unsere Strecke, also irgendwie das Behältnis plus die Abwärme, die rausgeht. Das Behältnis, was die Wärme aufintegriert, die Abwärme, die rausgeht, ist unsere Störgröße. Also wenn ich das nicht alles schon mal gehört hätte, würde ich jetzt nichts mehr verstehen, aber erzähl mal. Er fällt mir ins Wort, wenn es zu abstrus wird. Die Idee ist jetzt, man hat hier hinten eine Regelgröße, also unsere Temperatur, die wir gerade im Becken haben, zum Beispiel 50 Grad. Und wir haben eine Führungsgröße, eine Solltemperatur von 55 Grad, das heißt, wir haben eine Regelabweichung, 5 Grad. Und jetzt müssen wir hier irgendwas in diesem Block Regler machen, um uns hier hinten raus, daraus zu ermitteln, wie viel müssen wir jetzt den Tauchsieder anmachen, um hinten auf unsere Zieltemperatur zu kommen. Und wir haben hier halt modelliert, wie viel Energie geht eigentlich raus, so als Abwärmefaktor, und wie verhält sich der ganze Teil hier mit Stellglied und wie verhält sich vielleicht auch noch eine Strecke. Also unsere Strecke ist jetzt rein integrierend, haben wir ja vorhin gesehen, und also sie integriert einfach nur Wärme oder Zeit auf. Es gibt auch Strecken, die sich durchaus anders verhalten können. Also, weiß ich nicht, so ein langer Arm an so einem Roboter, der so nachschwingt, solche Dinge kann man da auch etwas modellieren. Wenn man jetzt sagt, ich will irgendwie einen 5-Achsen-Roboter auf irgendeinen Punkt fahren, dann hat man dafür typischerweise auch einen Regler, der halt weiß, ich muss früh genug bremsen, damit ich an diesem Punkt auch ankomme und ich voll darüber wegfahre. Und solche Dinge. Vielleicht wird das ein bisschen klarer, wenn wir uns mal einen ganz einfachen Regler angucken, und zwar einen Proportionalregler. Also, wir sind jetzt hier mit dem, was ich zeige, hier in diesem Block Regler. Das heißt, hier geht unser Fehler rein, 5 Grad Celsius, wir möchten hinten rausbekommen, wie viel Prozent unser Tauchsieder an sein soll. Jetzt ist das Einfachste, was man machen kann, man sagt, okay, ich habe einen Fehler, 5 Grad, den multipliziere ich mit irgendeinem Faktor und daraus kommt dann mein Prozent an Duty Cycle oder Prozent, die ich halt da auf meinen Tauchsieder geben möchte, also mein Alpha an dieser Stelle. Hat irgendwie Einheit 1, deswegen hier 1, und hier vorne stellen wir Grad Celsius rein. Das heißt, es ist auch schon direkt klar, was Kaffee für eine Einheit haben muss. 1 durch Grad Celsius, wunderbar. Jetzt ist es so, wenn man einen rein proportionalen Regler hat, was passiert bei der Regelabweichung 0, wenn ich meine Zieltemperatur erreicht habe? Naja, hast du gewonnen. Wenn du die Zieltemperatur erreicht hast, hast du gewonnen. Dann ist das Spiel vorbei. Dann hast du gewonnen. Cool. Ich hätte jetzt eher gesagt, das Problem ist, bei 0 Grad Regelabweichung kommt hinten keine Heizleistung mehr raus. Das soll doch auch so. Ja, das Problem ist, wir haben auch noch eine Abwärme. Das heißt, dann sinkt das da wieder runter und dann heizt du dich wieder an. Das ist Problem, genau. Das Problem, was man dabei hat, ist, ich kann das vielleicht auch noch beweisen, P-Regler haben grundsätzlich eine bleibende Regelabweichung. Und die sind im Wesentlichen, wie groß ist es, abhängig davon, wie groß das KP ist. Weil, naja, das ist halt das, was der Regler noch braucht, um überhaupt anzusein, wenn darüber ist es halt vorbei. Dann vielleicht schon mal der Tipp, wir brauchen irgendwie noch eine weitere Komponente in unserem Regler, damit das später funktioniert. Der Vorteil für einen proportionalen Regler ist, er ist ganz egal, wie sich die Strecke verhält, ob die integrierend ist, ob die irgendwie differenziell sich verhält oder irgendwie nachschwingt oder solche Dinge. Das Ding ist immer stabil, weil der Regler halt einfach, weil die Strecke das Einzige ist, was Pole hat. Also denn du hast irgendwas, das stößt du einmal an und dann wird es von sich aus instabil, aber das ist halt eklig zu regeln. Aber das würde ich mal. Ja, das passiert ja bei Wasserplatten nicht. Nee, das ist bei Wasserplatten relativ unüblich. Ich habe das hier mal simuliert, und zwar, ich habe euch ja vorhin schon mal aufgeschrieben, wie die Gleichung aussieht für unsere Strecke. Das kann man auch alles irgendwie in Python-Code gießen, wer das will, kann sich das angucken, würde ich lassen, ich habe den hier geschrieben. Naja, also es lässt sich halt irgendwie zeigen, wir haben hier eine Ansteuer-Duty-Cycle, der ist hier oben halt bei 1, sprich 100%, das heißt, die heizen wir eine Zeit lang mit voller Leistung, dann fällt das irgendwann ab und wir erreichen hier irgendwie eine Regeltemperatur-Differenz von noch sowas wie 2 Grad am Ende, würde ich schätzen. Das heißt, wir kommen mit dem P-Regler, den ich jetzt hier simuliert habe, bis auf 2 Grad unsere Zieltemperatur ran. Schätzt 2 Grad höher ein, hast du... Nee, du machst einfach nur zu früh aus, dann ist deine Rechnung doof. Also ich würde mal behaupten, es läuft so weiter. Das kann man jetzt abschätzen. Genau, man kann sagen, man stellt 2 Grad höher ein, dann ist das gut. Kann man aber nur dann, wenn man weiß, wie das der Fehler ist. Das kannst du auch nur dann machen, wenn die Abweichung über den gesamten Temperaturbereich, den du regeln können möchtest, gleich verhält. Genau. Ja, deswegen, also typischerweise. Hängt ja nur von der Zieltemperatur. Du brauchst nur den Fehler an der Zieltemperatur. Ja, das wird beliebig viel nerviger, das nachzukorrigieren, wenn du, wenn sich das bei 19 Grad irgendwie 5 Grad Abweichung produziert und bei 47 Grad nur noch 1,5 oder so. Und das nächste. Du musst das halt auch noch alles berücksichtigen. Aber so eine Zieltemperatur. Ja, eben.
willst 20 Grad gucken, dann große Welle, brauchst 22, stellst ja. 22 ein. Ja, das Problem, ist, dass, das Problem ist, dass diese 2 Grad, die du einstellen musst, abhängig von deiner Störgröße sind. Und du möchtest eigentlich nicht abhängig sein von deiner Störgröße, weil wenn du deine Störgröße schon kennst und du kennst deine Strecke, dann brauchst du keinen Regler mehr, dann stellst du es nämlich einfach ein. Das nennt sich dann Vorsteuerung. Das ist jetzt hier noch nichts und das kommt vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt haben wir gesagt, wir brauchen noch eine weitere Komponente in unserem Regler. Jetzt machen wir einfach mal eine integrierende Komponente. Das heißt, wir integrieren einfach unseren Fehler, den wir haben, multipliziert mit irgendeinem Faktor über die Zeit auf. Und naja, jetzt haben wir gesehen, wir haben irgendwie 2 Grad bleibende Regelabweichung für unseren P-Teil und den Rest wird der Teil hier unten schon machen, weil der integriert das mit der Zeit auf und damit kommt halt immer mehr aus dem I-Anteil raus und irgendwann werden wir über die Strecke da hinten schon das Ziel erreichen. Also mit der Integration willst du dieses Auffangen, dass noch so Restwärme drin ist, ja? Dass ich eine Restregelabweichung habe. Ja, okay. Das fange ich damit auf. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da so ein Integral steht, das ist auch irgendwie nicht ganz so cool, gerade wenn das lange dauert, bis man das Ziel erreicht. Also I-Anteile, ein I-Anteil korrigiert halt die Regelabweichung, Schritt 1. Und der I-Anteil bleibt dann konstant, wenn die Regelabweichung gleich 0 ist. Das ist nämlich ganz cool, weil dann korrigiert er nämlich genau diesen Rest, der fehlt und dann ist er auch einfach ruhig. So ein integrierender Teil ist aber immer dann problematisch, wenn eine Regelabweichung sehr lange anliegt. Also zum Beispiel, wenn ich mein Wasser eine Stunde lang von 4 Grad Leitungstemperatur hochheizen muss auf 50. Oder ich den Sollwert einfach nie erreichen kann, weil dann wird der I-Anteil nämlich immer größer und so ein I-Anteil, der irgendwann bei Positive Infinity ankommt, ist irgendwie uncool. Vor allem dauert der auch sehr lange, bis der sich wieder abgebaut hat. Deswegen begrenzt man typischerweise den I-Anteil. Stichwort dazu ist Anti-Wind-Up. Dazu gibt es auch ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, wie man das machen kann. Das Problem ist, wenn der Regler einen I-Anteil hat, das System wird dann irgendwann schienenfähig oder kann auch instabil werden. Das heißt, da muss man schon ein bisschen genauer schauen. Das kann man sich jetzt auch irgendwie mit Set-Transformationen in den Laplace-Raum bringen und dann da auch irgendwie plotten auf so einer konformen Abbildung im Kreis. That's how you do it. Und dann sieht man auch wirklich, wenn der Pol gewisse Eigenschaften erfüllt, dann ist er instabil. Das funktioniert, das habe ich nur leider vergessen, das ist schon zu lange her. Deswegen habe ich das im Nee, ich glaube, das System ist insgesamt so langsam. Das System ist schwingfähig. Okay, dann musst du ist schon schwingfähig, aber das schwingt so langsam. Ja, also die Schwinggeschwindigkeit wäre noch nicht mehr entscheidend. Die Frage ist, ob sie es aufschwingen kann. Kommt auf die Umgebungstemperatur und dann taucht sie da an, wie langsam das ist. Wir können ja vielleicht im Nachhinein ein bisschen mit den Regelparametern spielen, ob wir es vielleicht schaffen, den irgendwie instabil zu bekommen. Kannst du auch einmal einen Segen messen, wie der Umgebung. Ja, genau. Dann schwingt das schon mal. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall, ich habe erstmal den I-Anteil mitgeplottet, das ist glaube ich grün, wenn ich das richtig erkennen kann auf dem Beamer. Das heißt, der I-Anteil plus der P-Anteil ist unser U von T. Das heißt, es ist nur eine Komponente von dem, was da wirklich drinsteckt. Genau, jetzt im Gegensatz zum Bild vorher ist hier der P-Anteil wesentlich größer, weil das unser produktiver Regler ist, mit dem wir gerade Fleisch garen. Das heißt, man sieht hier, wir haben eine Regelabweichung, die wird immer kleiner und irgendwann müssen wir ein bisschen über das Ziel hinaus, um den I-Anteil, der noch da ist, einmal abzubauen. Weil der hat sich halt vorher aufgezogen, bis auf seine Maximalgrenze von irgendwas um 30%. Und dann müssen wir einmal eine negative Regelabweichung haben, also was hinausgeregelt sein, um den I-Anteil runterzukriegen. Dann schwingt das hier so ein bisschen vor sich hin, aber da treffen wir die Zieltemperatur dann ziemlich gut. Ich glaube, ich korrigiere, das ist nicht unser Produktivregler, den habe ich etwas schärfer gemacht. Unser Produktivregler regelt mit einem Überschwinger von irgendwie 0,15 Grad im Moment. Das ist schon ganz okay. Man kann sich, wenn man jetzt diese Laplace-Transformation mit dem Polen gemacht hat, auch gucken, wo man so einen Pol hinschieben muss, damit das Ding einregelt, ohne überzuschwingen. Also das heißt, wenn man diese Magie noch beherrscht, kann man echt coole Dinge mitmachen. Nochmal zu dem... Das ist so undankbar, das Beispiel mit dem großen Wasser. Das ist eigentlich auch ein unglaublich langweiliges Ding zu regeln. So 20 Liter Wasser. Ja. Kannst du noch mal ein Stück zurückgehen? 20 Liter? Ja. Also mit 20 Liter Wasser meinst du irgendwie gar nicht so viel regeln. Das machst du auf 65 Grad warm, schmeißt dein Fleisch da rein, legst den Deckel drauf und kommst nach 5 Stunden wieder. Das funktioniert. Nee. Du meinst irgendwie, man begrenzt diesen I-Anteil irgendwie? Ist das jetzt irgendwie, man berücksichtigt nur die letzte Stunde oder ist das eher so... Numerisch. Ja, da ist die Grafik. Genau. Machen wir die Grafik, dann sieht man ganz toll. Da auf die gerade grüne Linie. Die genau. Okay. Das heißt, ich integriere den Kram mit drauf und wenn ich halt sage, ich habe einen Schwellwert überschritten, dann klippe ich das einfach da ab. Und dadurch kommt dann unten dadurch, dass du runter... unter die rote Linie. Naja, also die Sache ist, wenn ich den hier nicht begrenze, dann zählt er halt hier über die Zeit immer weiter hoch. Ja.
Und das ist ziemlich zügig, denn das erste Pixel, was wir hier sehen, ist schon auf seinem Zielwert von 30%. Ja. Genau, das heißt, der wäre irgendwo hier oben und bis ich den wieder abgebaut habe, dauert es dann entsprechend genauso lang. Und dann habe ich einen wesentlich größeren Überschwinder. Ach so, okay, gut. Das heißt, wenn du diesen I-Anteil einfach weglässt, dann bist du wieder beim P-Anteil. Okay. Da muss man ein bisschen mit spielen. Du kannst den halt positiv und negativ begrenzen, den I-Anteil. Also typischerweise will man keinen negativen I-Anteil bei so einem Konzept haben. Man kann beim I-Anteil auch gerne sowas machen wie für steigende und fallende Flanke unterschiedliche Steilheiten, dass man hier schneller wieder auf Null kommt, als man hier gebraucht hat, um weniger zu werden. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Genau. Ja, wie sieht die aktuelle Implementierung für unseren Zuvikara aus? Also als Recheneinheit liegt daneben irgendwie ein Raspberry Pi mit einfachen Temperatursensoren, also diese OneWire DS18X20 Dinger. Ja genau, PWM-Ansteuerung wird auch soft in Python erzeugt, deswegen haben wir uns auch irgendwie für eine Zykluszeit von 10 Sekunden entschieden. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn das Becken ist so träge, dass 10 Sekunden an oder nicht an einfach nicht wirklich Unterschied machen. Kann man sich jetzt ausrechnen, wo die Zeitkonstante bei 310 Watt Heizleistung, wenn man jetzt mal die Pumpenwürde reinnimmt und 12 Liter Wasser irgendwo liegt, das ist halt ausreichend riesig. Genau, die Sourcen liegen im Gitli, falls ich das mir angucken oder vielleicht selber so ein Zuvikara bauen möchte. Ja. Das wäre es, glaube ich, von meiner Seite. Ja. Das war sehr lecker. Frage ist ein bisschen länger her. Für die Stabilität ist da nicht, da ist doch die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises wichtig. Das heißt, da ist ja die Strecke mit drin. Mhm. Das heißt, du hast doch hier aber schon einen I-Anteil in der Strecke. Das heißt, du kannst ja auch instabil werden, bloß mit einem P-Regler. Eigentlich. Okay. Weil du in der Strecke schon einen I-Anteil hast, oder? Glauben, eine I-Strecke plus P-Regler ist immer stabil, aber ich bin mir da auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wenn du so fragst. Also I-Regler plus I-Strecke ist auf jeden Fall schwingfähig, das weiß ich noch. Also ich bin mit dem I-Anteil, wenn du den reinkriegst. Die Frage ist, ob du von deiner Ansteuerung. Weil du kriegst in den Nenner auf jeden Fall eben auch den I-Anteil. Du hast ja irgendwie Übertragungsfunktion der Strecke durch Übertragungsfunktion der Strecke mal Regler plus 1 oder so. Und das heißt, du hast den I-Anteil auf jeden Fall im Nenner. Ist wahrscheinlich die Frage, wie groß der Phasenversatz durch die Strecke ist. Das ist eine Sache, aber so die Theorie, ob es schwingt, das ist ja eine ganz andere Sache. Da gibt es ja auch so Dinge wie Phasenreserve und dann kann man das irgendwie noch im Boden bringen. Phasenverschiebung ist sowieso nur. Ja, nein, du wirst gerade so nicht instabil, weil du nicht um die minus 1 rumkommst. Also ja, du hast die Phasendrehung um Pi, aber du kriegst deine Kurve nachher nicht um minus 1 rum, nur mit einem P-Regler. Dafür brauchst du noch einen weiteren Anteil. Du hast dann eine Kurve, wo du ganz, ganz wenig Reserve hast. Ich würde den bekommen hier so eine Tafel oder so. Du bist gerade in der kreisförmigen Z-Ebene. Ja, oder? Genau, ich bin in der kreisförmigen Z-Ebene und deine Regelstrecke sieht dann so aus, dass sie sich an die minus 1 anschmiegt. Du hast dann keine Reserve mehr übrig, aber du kannst nicht instabil werden. Hat der Laplace da vorhin? Laplace. Muss man mal wieder angucken, 100 Jahre her. Das sieht komisch aus, Laplace. Die Zubereitungszeit war auf jeden Fall ziemlich lange. Wir haben letzte Woche davon gegessen. Ich glaube, der ursprüngliche Plan, so ein Ding zu bauen, war von Dezember 2014. Ja, das und dann haben wir das massiv overengineert. Und dann irgendwann gedacht, lass uns das einfach mal bauen. Das war aber auch erst vor 3 Wochen. Das erst mal zu. Dann hat sich erstmal geraucht, ja doof. Dann hat sich Stratum nur erstmal zur Hälfte in die Regelungstechnik-Vorlesung gesetzt. Ja, nee, kleiner Bug, den wir beim ersten Probieren hatten, uns ist, wir hatten zuerst einen Temperatursensor selbst wasserdicht gemacht, mit Heißkleber, das hat natürlich nicht so lange gehalten und die PWM-Auslese-Library oder die OneWire-Auslese-Library sagte dann, Temperatur, false. Und Python so, false, das ist doch null, Volldampf. Und das, obwohl er seit 2 Stunden eingeregelt war. Habe ich zum Glück gesehen, nach irgendwie 2 Minuten oder sowas, aber da waren wir schon fast 2 Grad übergesprungen. Ja, so, das hoch zu skalieren auf
Ja, also wir haben mal angefangen zu planen. Wir würden eine Variante machen mit so, weißt du, wie heißt die beim Raspberry Pi? Capes, Shields, Pads. Dinge, die man auf den Raspberry aufsteckt. Wo man dann pro Ding, was man auf den Raspberry aufgesteckt hat, irgendwie 2 oder 4 von unseren Becken anschließen kann. Also inklusive Schalten und Temperaturmessen und das Ganze auch mit 2 Temperatursensoren auf 2 unterschiedlichen Bussen, dass wenn einer ausfällt, der andere noch funktioniert und man dann auch nochmal reagieren kann, bevor das Fleisch stecken wird. Da wird es wahrscheinlich Platinen für geben, irgendwann dieses Jahr vielleicht. Das ist ja. Wenn du einen P-Regler hast und einen I-Stecker, kriegst du halt nur P-Pfannen. Gut, Dankeschön.